Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um die nächste Foundation, die ein soft mattes Finish hat, was wir ja in letzter Zeit doch ziemlich häufig sehen. Und zwar in diesem Fall jetzt um die Sisley Foundation. Ich habe aber auch die Cushion Foundation, die ich schon kenne, in einem besonderen Packaging hier. Ich habe die Frühlingskollektion von Suku hier, wieder ein paar neue Pinsel, die schon eine ganze Zeit bei mir rumliegen, und ich hätte auch von Lancôme den neuen flüssigen Lidschatten / Blush. Mal schauen, wie wir das alles auf mein Gesicht bekommen. Ich denke, wir fangen an mit der Foundation, und zwar hat Sisley eine komplett neue Foundation auf den Markt gebracht, und zwar die Phytoterre Perfection. Die kostet stolze 92,50 Euro, gab es aber jetzt auch schon bei Douglas mit 20% zu shoppen. Da kann man also getrost drauf warten, immer bis man zumindest 20% drauf bekommt. Das lohnt sich dann auch richtig. Die Foundation kommt in einer Glasflasche, das ist so ein bisschen frosted hier mit so einer Goldkappe. Die ist nicht sehr groß, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hat die üblichen 30 Milliliter enthalten, eine Haltbarkeit von 12 Monaten angegeben. Und die kommt in 29 Nuancen und in 11 Intensitäten und 3 Untertönen. Und sie schreiben dazu: Hautpflege und Make-up in einem. Phytoterre Perfection ist eine mattierende Foundation mit hoher Deckkraft. Der enthaltene Ideal Skin Complex hilft, die Qualität der Haut mit jeder Anwendung zu verbessern. Durch das Identifizieren der exogenen Faktoren, die die Hautqualität beeinflussen und das Auftreten von Hautunregelmäßigkeiten und anderen Hautmakeln verursachen, ist es dem Forschungsteam von Sisley gelungen, einen innovativen Komplex zu entwickeln. Dieser liefert beeindruckende Ergebnisse und kombiniert 3 wesentliche Wirkungen für alle Hauttypen. Er versorgt die Haut sofort intensiv mit Feuchtigkeit, er glättet das Hautbild, er bringt den Teint zum Strahlen. Das Hautbild ist sofort geglättet und verfeinert. Mit jeder Anwendung wirkt die Haut praller und Hautunregelmäßigkeiten sind weniger sichtbar. Die Foundation sorgt für ein natürlich strahlendes, mattes Finish. Die nicht abfärbende Formel mit sehr langem Halt hat eine kaum wahrnehmbare Textur für makellose Haut und einen angenehmen Tragekomfort den ganzen Tag. Also alles in allem sehr große Claims, auch was die Hautpflegeeigenschaften angeht. Ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, weil ich immer Sonnenschutz drunter trage und dann nicht so genau weiß, wie viel wirklich von der Foundation oder von den Eigenschaften dann bei meiner Hautpflege ankommen. Aber das ist jetzt wohl gang und gäbe, dass alle Produkte auch noch hautpflegende Eigenschaften enthalten haben. Mich stört es so weiter auch nicht. Leider teste ich aber auch meistens keine Foundation 30 Tage am Stück. Also ich bin da auch viel zu verschieden unterwegs. Also ich will einmal was Deckendes, am nächsten Tag will ich lieber natürlich gehen, dass ich sehr selten jeden Tag die gleiche Foundation trage. Aber mit der Foundation hatte ich schon einige Tragetests. Also ich habe sie jetzt schon bestimmt eine Woche lang ziemlich jeden Tag getragen, habe sie auch verglichen. Das habe ich an demselben Abend gemacht, als ich auch die Louboutin Foundation getestet hat. Einmal gegen auch die Louboutin Foundation. Ich habe dann noch die Guerlain Parure Gold Matte Foundation dagegen aufgetragen und die Dior Skin Forever. Die Dior Skin Forever und die Guerlain Parure Gold sind so meine liebsten matten Foundations momentan in meiner Sammlung. Und ich muss sagen, dass sowohl die Christian Louboutin als auch die jetzt in eine ähnliche Kategorie gehen. Ich würde die mal auftragen. Ich würde die jetzt auch mal, also ein halb auftragen mit der Sisley Cushion Foundation. Das ist ein Allzeitfavorit von mir. Ich liebe die. Und als ich dieses Sonderpackaging bei Sisley auf der Seite gesehen habe, habe ich mir die mitgenommen, weil meine alte schon leer war. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe hier jetzt die Farbe 0C Vanilla. Das ist eine andere Farbe, als ich sonst immer gekauft hatte. Ob die Farbe passt. Ich wollte aber auch unbedingt das Case haben. Wir schauen mal. Wir fangen mal an mit der Phytoterre Perfection, was hier leider nicht so gut ist. Ich habe die Farbe 1N Ivory und diesen Tacken dunkel für mich. Also ich hätte noch einen Ton heller gehen können, dachte aber 1N Ivory, das hat sehr gut geklungen. Ich kann sie tragen und ich
denke, im Sommer, wenn ich so ein bisschen mehr Farbe habe oder eben selbst Bräuner trage, dann passt sie auch. Aber jetzt im Moment ist sie auf jeden Fall eine Nuance zu dunkel. Vom Gefühl her ist die ähnlich cremig, vielleicht sogar ein bisschen zarter von der Textur her. Man spürt so ein bisschen mehr Hautpflege, oder ich meine das zu spüren, als die Christian Louboutin. Gib die einfach mal auf die Seite. Was man merkt, dass sie tatsächlich eine sehr gute Deckkraft hat. Und wie immer bei Foundation, ich nehme jetzt mal von BK Beauty den 101 Pinsel, gebe ich erstmal sehr wenig drauf. Ich habe keinen Primer jetzt darunter, nur Hautpflege. Ich habe die Foundation aber auch schon mit Primer getestet. Und auch bei der ist es so, wie bei allen sehr matten Foundations, dass sie mir einen Tacken besser gefällt, wenn ich nochmal so einen feuchtigkeitsspendenden oder so ein bisschen einen Glowy Primer darunter verwende. Das war jetzt ungefähr so ein halber Pump. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Und ich glaube, wie man sehen kann, auch jetzt vielleicht am Hals, ist sie so ein Tacken dunkel jetzt. Es geht aber noch. Also wenn ich es dann so ein wenig nach unten blende, komme ich sehr gut mit ihr zurecht. Was man, glaube ich, direkt sehen kann, auch mit dieser wenigen Menge von noch nicht mal so einem halben Pump, dass mein Hautbild schon ziemlich gut ausgeglichen ist, im Gegensatz jetzt zu dieser Seite. Ich finde, das macht sie gut. Sie legt sich sehr schön über die Haut. Sie legt sich sehr dünn auch über die Haut und trocknet auch ziemlich schnell runter. Das ist eine Foundation, da brauche ich kein Puder, weil die von sich aus sich selber schon sehr gut setzt. Ich mache immer meistens so einen leichten Hauch noch drüber. Aber an sich brauche ich auch bei dieser Foundation kein Puder. Und ja, sie hat ein soft mattes Finish. Bevor ich euch jetzt die Vergleiche einblende, würde ich einmal kurz auf der anderen Seite die Cushion Foundation auftragen. Das ist die Phyto Blanc Le Cushion. Was bei der sehr blöd ist, dass die, glaube ich, nur in so ganz hellen Farben verfügbar sind, soweit ich das weiß. Aber ansonsten ist das eine Foundation, die auch ein matteres Finish hat, oder jetzt nicht so ein Glowy Finish, sondern ich würde fast sagen so neutrales Finish, und eine sehr gute Haltbarkeit auch, die auch eine, die kaum abfärbt. Und ich liebe Cushion Foundations, das geht einfach immer sehr schnell. Man hat hier einen Spiegel mit dabei, so ein kleines Schwämmchen, und dann kann man das hier aufklappen. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert. Wie gesagt, das ist jetzt die Farbe 0C Vanilla. Und C, das ist eher so ein bisschen in die kühle Richtung. Ich glaube aber, das ist auch eine Farbe, mit der ich wahrscheinlich gut zurechtkomme. Die ist ein Tacken heller, wie man sehen kann. Und die ist vom Gefühl her wesentlich dünner, wesentlich wässriger. Eine ganz dünne Konsistenz, aber immer noch pflegend. Ich nehme jetzt da mal von Cinch Beauty den Schwamm. Gehe hier so ein bisschen rein und gebe dir hier hin. Das ist ein guter Farbton für mich, das sehe ich sofort. Das passt sehr gut. Was ich an Cushions liebe, dass es halt gar keine Sauerei ist. Sie brauchen sich leider also immer ein bisschen schneller auf als so eine flüssige Foundation. Also kommen dann insgesamt teurer. Aber es gibt für mich fast nichts Besseres auf Reisen oder morgens, wenn es schnell gehen muss, dann gehe ich gerne in so eine Cushion. Wenn man so ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, dann sind diese Schwämme, die da dabei sind, gar nicht so schlecht. Und ich finde, sie sind ein bisschen produktsparender. So, jetzt habe ich auf der Seite die Sisley Foundation. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil sie heute nicht so gut auf meiner Haut sitzt. Ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass das an der Farbe liegt, dass es für mich nicht so gut aussieht. Aber das ist heute das erste Mal, dass ich finde, also ich glaube, von so einer Distanz sieht alles gut aus, aber wenn ich sehr nah rangehe, bei mir schält sich hier unten wieder ein bisschen die Haut. Irgendwie vertrage ich mein Retinol gerade nicht so gut.
Und auf der Seite, wo sich ja auch die Haut genauso so ein bisschen ablöst, da ist die Phytoteur, hat sich sehr schön drüber gelegt und die Cushion Foundation hat sich so richtig daran festgehangen. Ich hole euch mal näher ran, um euch das zeigen zu können. So, ich hoffe, man kann das sehen. Und zwar genau hier unten am Kinn. Finde ich, also schält sich hier so ein bisschen meine Haut und ich finde auf dieser Seite, wo die Kuschen eben sitzt, auch so ein bisschen hier so im Gesicht und um die Nase rum, da sitzt sie so ein bisschen unruhig und hat sich hier auch so ein wenig an diese trockenen Stellen gehangen, während die Phytoteur Perfection sich sehr schön oben drüber gelegt hat. Es ist ein bisschen unruhig, weil sich halt Haut abschält. Das kann man nicht verhindern. Aber ansonsten sieht es schön deckend aus, während hier so ist, dass da Haut durchscheint. Und da sehe ich das viel stärker. Ich bin verwundert und ein bisschen schockiert, weil eben die Cushion Foundation eines meiner Top-Favoriten war. Ich habe die nur jetzt schon bestimmt 2 Monate nicht mehr verwendet, weil meine alte oder meine frühere Cushion Foundation eben das Cushion leer war. Und jetzt bei der hier, ich gehe mal nicht von aus, dass sie irgendwas umformuliert haben. Aber jetzt heute sitzt sie nicht völlig schlecht, aber nicht so gut, wie ich das in Erinnerung hatte. Was ich sehr schön finde oder was man, glaube ich, hier sehr gut erkennen kann, dass sehr viel mehr Glanz und Leuchtkraft in der Foundation drin ist, als jetzt auf dieser Seite. Wenn man jetzt nicht so ganz glatte Haut hat oder eben die Haut gerade so ein bisschen irritiert ist, ist immer so, dass so eine matte Foundation besser aussieht, weil leuchtende Foundation natürlich eher die Tendenz haben, auch Unebenheiten mal gerne hervorzuheben. Ansonsten so gefällt es mir gut. Aber jetzt an so meinen trockenen Stellen oder wo sich die Haut ablöst, da gefällt mir das nicht so gut und da gefällt mir die hier um einiges besser. Da bin ich jetzt selbst sehr überrascht. Ich denke, bevor wir weitermachen, blende ich euch jetzt mal ein, die Vergleich zu den anderen Foundations, die ich gemacht habe. So, jetzt habe ich einmal auf der Seite die Sisley Foundation und auf der die Dior Forever Foundation, also die matte Variante. Da habe ich die Farbe 1,5N. Das ist die hier und da sieht man, die ist schon einen Tacken heller noch als die 1N von Sisley. Das ist eine sehr gute Farbe für mich, mag ich sehr gerne. Die Sisley fühlt sich etwas reichhaltiger an, fast wie so eine, ja, Pflegecreme, immer noch dünne Pflegecreme, aber man hat mehr so ein cremiges, leicht butteriges Gefühl. Und die Dior, die ist auch cremig, also nicht so wässrig, aber so ein Zwischending zwischen zum Beispiel einer Hourglass und einer Guerlain Terracotta Foundation, die so ein wenig was Wässriges mit haben. Die ist zwar immer noch dünn und hat was Cremiges, aber fühlt sich nicht so reichhaltig an wie die jetzt von Sisley. Die Dior ist ja eine meiner liebsten matten Foundations. Und da könnte ich jetzt auch gar nicht wirklich sagen, welche mir besser gefällt. Die legen sich beide sehr schön auf meine Haut. Die Dior, da habe ich auch das Gefühl, dass die ein sehr schönes, sehr ebenmäßiges Hautbild zaubert, ohne zu schwer auszusehen. Also da fällt es mir jetzt gerade schwer zu sagen, welche von den beiden ich bevorzugen würde. Ich glaube, da muss ich tatsächlich nochmal auch so einen Tragetest oder so machen, weil die ziemlich, ja, gleich gut auf meiner Haut aussehen. Das ist die 1N, die Sisley, und das ist die Louboutin. Die bin ich ja auch gerade am Testen. Die fühlt sich auch reichhaltiger an als die beiden jetzt und so ein bisschen, ich glaube sogar einen Tacken reichhaltiger als die Louboutin Foundation. Da
habe ich mir jetzt noch nicht meine finale Meinung bilden können, würde aber jetzt so von meinen ersten Eindrücken sagen, dass mir die Sisley noch einen Tacken besser gefällt. Auch hier wieder Nuancen, das auch eine, die ist halt ein wenig cremiger oder fühlt sich reichhaltiger an, mag ich mit meiner trockenen, etwas reiferen Haut sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen schwereloser noch auf der Haut sitzt als die Louboutin. Alles Nuancen, alles nicht sehr wild. Und ich denke, so auf eine normale Distanz überhaupt nicht zu erkennen. Also ich habe aber bisher das Gefühl, dass jetzt zumindest bei den vier hier mir die Sisley noch am besten gefällt, danach die Louboutin und dann die beiden hier. Ich habe einfach das Gefühl, die macht ein leicht schöneres Hautbild, sieht trotzdem noch sehr natürlich aus und ist auch von der Deckkraft ziemlich flexibel. Also klar, man kann alle sehr dünn auftragen, was ich ja bevorzuge, aber man bekommt auch die ziemlich gut deckend hin und auch ziemlich schnell ziemlich gut deckend hin. Tatsächlich beides sehr tolle Foundations, mag ich beide sehr gerne. Und hier würde ich jetzt sagen, dass die Sisley ein bisschen mehr die Nase vorn hat. So, jetzt habe ich auf der Seite nochmal die Göller Parure Gold Foundation drauf und habe jetzt hier nochmal einmal Sisley, dann die Dior, die Parure Gold und nochmal die Christian Louboutin. Und die Parure Gold, die fühlt sich ziemlich identisch an zur Dior Foundation und so finde ich sie auch auf der Haut. Also ein Tacken reichhaltiger oder die jetzt von den Foundations, die ich jetzt in letzter Zeit probiert habe, ist die von den Soft Matten Foundation, ist die von Sisley, fühlt sich am reichhaltigsten an. Ganz knapp gefolgt, also von der Cremigkeit, also die fühlen sich so ein wenig dicker an, etwas reichhaltiger, gefolgt von der Christian Louboutin. Dann die beiden hier und danach dann die Terracotta und die Hourglass Foundation, die sich sehr dünn und so leicht, ja, wässrig anfühlen. Jetzt aufgetragen die Parure Gold. Gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, die legt sich auch sehr schön auf die Haut. Auch die Sisley. Also bei denen bin ich mir tatsächlich nicht sicher, welche ich da bevorzuge. Das werde ich noch mal ein bisschen weiter probieren müssen. Ich würde sagen, vielleicht sogar minimal tendiere ich im Moment zu der Sisley Foundation, kann jetzt aber natürlich auch sein, die habe ich jetzt die letzten Tage so oft getragen, dass mir die einfach jetzt auch noch mehr in Erinnerung ist als die beiden hier. Ich habe das Gefühl, dass die Sisley noch einen Tacken natürlicher aussieht, wo die beiden, die sind auch sehr perfektionierend und das sind eher welche, die ich abends trage, wenn ich wirklich möchte, dass alles sehr gut aussieht. Bei der Sisley habe ich in Mühe das Gefühl, dass die etwas flexibler ist vom Auftrag, also dass ich die auch leicht auftragen kann als die beiden hier, die geben halt sehr schnell eine sehr starke Deckkraft. Aber das ist jetzt so mein Gefühl, das ist nicht wirklich groß verifiziert. Wenn ich es jetzt hier nebeneinander sehe, meine ich zu sehen, dass die Sisley so ein bisschen leichter aussieht auf der Haut. Aber auch hier, das sind Nuancen. So, willkommen zurück. Wie ihr in den Vergleichen gesehen habt, ist die Phytoterre Perfection Foundation durchaus eine Foundation, die bei mir in der Kategorie Matte Foundation mit sehr guter Deckkraft doch ziemlich weit oben angesiedelt ist. Und jetzt heute, dadurch, dass sie sich auf meiner irritierten Haut jetzt sogar besser geschlagen hat als mein Allzeitfavorit, ist sie nochmal so einen Tacken höher gerutscht jetzt in meinem Ranking. Also ich finde, sie sieht sehr schön aus. Sie macht ein sehr perfektioniertes Finish und verhält sich jetzt auch noch gut auf meiner Haut, die sich abschält. Sieht natürlich trotzdem, also ich kann auch hier sehen, dass sich eben meine Haut schält. Das kann keine Foundation überdecken.
Das sieht dann tatsächlich immer am besten aus, wenn man gar kein Produkt darüber gibt, weil dann sieht man einfach so kleine Unebenheiten. Aber im Gegensatz zu der Sisley hat sie das jetzt auf jeden Fall besser gemacht und ich bin sehr zufrieden. Ich hatte jetzt noch von Tower 28 den Concealer aufgetragen. Den habe ich schon ein paar Mal probiert. Und ja, ich glaube, so langsam bildet sich meine Meinung. Der gefällt mir nicht so gut unter meinem Auge. Und zwar sieht der trocken aus. Oder ich habe das Gefühl, der hebt meine Fältchen und kleine Linien noch mehr hervor, als das andere Concealer machen. Und so viele sind so sehr begeistert. Aber bei mir oder für mich funktioniert der nicht so. Auch bei der Phytoterre Perfection, ich habe da von Lexi Chong ein Video gesehen, die war jetzt auch nicht ganz so überzeugt. Sie fand sie jetzt auch nicht schlecht, aber sie fand die hier weiterhin noch sehr viel besser als die. Also wie ihr seht bei Foundation, das ist immer so eine ganz spezielle Sache. Da kann man immer nie sagen, ob das für einen selbst dann auch so gut funktioniert. Aber jetzt im Vergleich und jetzt nochmal so im direkten Vergleich auf meiner Haut gefällt sie mir doch sehr gut und ich werde die noch weiter testen. Ich werde die jetzt auch weiter testen und auch mal die Clé de Peau Cushion Foundation, die ja auch mit der hier so mein Liebling ist, was Cushion Foundations angeht, mal sehen, ob so ein bisschen leuchtendere Foundation einfach nicht so gut auf meiner Haut aussehen, wenn sie sich so ein wenig abschält und ich da vielleicht doch zukünftig eher zu so einer matteren Foundation greifen werde. Das werde ich jetzt noch mal testen, wo meine Haut gerade eben so schlecht ist und werde da später nochmal zu berichten, auch wie die hier sich so ein bisschen im Langzeittest schlägt. Sie ist im Gegensatz zu der Christian Louboutin, die mir auch sehr gut gefällt, halt schon nochmal auch 30 Euro teurer im Normalpreis. Bei der hier kann man schon eher mal 20% bekommen. Die Christian Louboutin habe ich jetzt, oder insgesamt das Make-up von Christian Louboutin habe ich eben immer nur auf der Seite von Christian Louboutin gesehen und deshalb nicht vergünstigt. Bei Cult Beauty müsste man mal schauen. Die hatten auch schon mal was von der Marke da. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die natürlich schon sehr teuer. Ist sie dann so viel besser? Das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber im Vergleich, ohne auf den Preis Rücksicht zu nehmen, ist das jetzt schon die, die mir in den letzten Tagen und Wochen am besten gefallen hat. Dann kommen wir jetzt zu Zuko. Und zwar habe ich einige Sachen aus der Frühjahrskollektion da. Ich habe die zwei Lidschattenpaletten und die zwei Blushes und dann noch einige Lippenstifte oder drei Lippenstifte in ihrer neuen Formulierung. Anfangen möchte ich mit den Blushes. Zuko bringt ja immer sehr viele Sonderkollektionen raus. Immer dann mit Limited Edition Farben. Ich arbeite gerade tatsächlich jetzt an meinem Zuko-Video und drehe zu allen Paletten, die ich habe, die im Standardsortiment sind, einzelne Looks, um die dann auch zeigen zu können. Aber diese Limited Editions, da habe ich mir gedacht, ich packe es mal gleich ins Video, falls es einen von euch interessiert, weil da kann es immer sein, je nachdem, wie begehrt sie sind, dass sie mehr oder minder schnell ausverkauft sind. Die letzten Editions waren immer einigermaßen erhältlich. Also es gibt auch noch was aus den früheren Kollektionen, aber so manche Farben sind doch immer schnell ausverkauft und gerade bei den Lidschattenpaletten ist mir bei Zuko aufgefallen, dass die Editions durchaus auch unterschiedlich formuliert sind. Also man kann nicht sagen, kennt man eine Formulierung oder ein Quad von Zuko, dann kennt man sie alle. Denn auch in den neuen Quads jetzt hier ist eine Formulierung drin, die ich so von Zuko noch nicht gesehen habe. Aber fangen wir mal an mit den Blushes. Und zwar habe ich einmal hier die Farbe 146 und wann immer Zuko Produkte rausbringt mit drei Ziffern, dann sind das im Normalfall Limited Edition, ihr Standardsortiment, auch da die Blushes, die haben immer nur ein oder zwei Zahlen. Man hat hier, das ist der Puder Blush, so einen leichten Verlauf, einmal Blush und dann ist das meistens so eine Highlighter-Farbe und das ist so ein, ja, so ein bisschen ein peachiger Ton. Peach und Weiß. Auch hier jetzt die hellere Farbe ist nicht so sehr Highlighter, wie es in manchen anderen ist. Also in manchen Puderblushes, dann ist es wirklich sehr glänzend. Und in manchen ist es eher so, ja, so gesetzter. In dem Fall ist es jetzt für mich eher so
so ein wenig gesetzter. Das sind jetzt die zwei Farben. Das Weiß kann man kaum erkennen. Hat aber ja so ein bisschen Glanz. Ich habe auch so ein bisschen was Peachiges oder Koralliges mit drin, wie in dem Blush. Also für mich jetzt kein so reiner Highlighter oder nur ein sehr gesetzter. Und daher vielleicht auch gut zu mischen, wenn man jetzt die Farbe so etwas aufhellen möchte. Und die andere Farbe, das ist die 147. Die sieht so aus. Man hat hier auch immer so den obligatorischen Pinsel mit drin. Und das ist jetzt einfach ein wenig nudiger. Und die helle Farbe, die geht so ein wenig mehr ins, ja, die hat was Lilanes mit drin. Das jetzt hier. Die zwei Farben und da ist für mich der Glanz ein wenig mehr zu erkennen. Das bei Suco auch immer, ist immer so ein bisschen unterschiedlich, auch wie die pigmentiert sind aus der letzten Kollektion. Ich glaube, die zeige ich nächste Woche. Da waren die Blushes sehr gut pigmentiert und für mich und meine helle Haut fast zu dunkel. Da muss ich sehr aufpassen. Die hier sind jetzt wieder etwas auf der leichteren Seite, aber auch nicht super soft. Das ist jetzt die andere Farbe. Da sieht man, das geht noch mehr ins Warme. So ein leichter Orange-Braunton. Und ich würde mal einfach einen Blush auf jede Seite auftragen. Ich nehme einmal hier von Cinch Beauty die F05 und gehe in die Farbe 147. Also in diesen nudigen als erstes. Man hat so ein bisschen Puder-Kickback. Und dann gebe ich das hier mal hin und das zeigt sich doch sofort. Die Blushes sind sehr fein gemahlen und dadurch legen sie sich sehr schön zart auch auf die Haut. Also sie machen nicht nochmal so eine extra Schicht oder wirken dann nicht so schwer auf der Haut. Das ist ein schöner Ton, gefällt mir sehr gut. Das ist ein bisschen nudig, so ein Tacken auf der warmen Seite. Das kann ich auch gut als so Bronzer Blush Duo verwenden. Und ich würde jetzt mit so einem kleineren Pinsel auch von Cinch Beauty die F06 mal in den äußeren Ton gehen. Mal gucken, ob ich auch nur den erwische und mal schauen, ob ich den auch nur als Highlighter auftragen kann. Ja, das geht auf jeden Fall. Ist aber sehr gesetzt als Highlighter. Interessant ist, dass der sowas, ja, sowas Lilanes drin hat. Fast was Eisiges im Gegensatz zu dem warmen Blush. Das macht Suco ja, finde ich, immer toll. Da hat man immer Farbkombis, die man sonst nicht so häufig sieht. Aber es ist schon immer so, dass es trotzdem zusammenpasst, auch wenn man es im ersten Moment nicht so denkt. Dadurch bekommt man auch immer Kombinationen, die man wahrscheinlich, oder zumindest ich von selbst jetzt nicht ganz so oft machen würde. Das ist ein schöner Highlighter auch. Man kann die auch immer sehr gut mischen, so dass man so ein bisschen einen glänzenderen Blush hat. Gefällt mir sehr gut schon mal. Also die 147 ist schon mal ein Gewinn. Und dann die 146, der korallige Ton, der sieht auch sehr viel leuchtender aus. Ich nehme mal hier von Sisley einen Blush. Das ist auch ein synthetisches Haar. Für mich jetzt, also da gefallen mir von der Pinselhaarqualität die Cinch Beauty besser. Also das ist, ja, fühlen sich sehr künstlich auch an und fühlen sich jetzt nicht irgendwie besonders an. Da glaube ich nicht, dass die den Sisley-Preis wert sind. Also da würde ich die bevorzugen. Ich muss auch sagen, die Face-Pinsel von Cinch Beauty gefallen mir sehr gut. Gefallen mir auch besser jetzt als die Augenpinsel. Die finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt immer zwischen meinen Naturhaarpinseln und so mich entscheiden muss, dann tendiere ich eher zu Naturhaarpinseln oder die von Lisa Eldridge, die Kunsthaarpinsel, die mag ich auch sehr gerne, auch als Augenpinsel. Aber die Cinch Beauty Gesichtspinsel, die finde ich richtig gut. Gefallen mir auch besser als viele von BK Beauty beispielsweise. Aber jetzt probiere ich mal den von Sisley aus und man sieht es vielleicht hier. Die stauben schon ein wenig. Klopf mal lieber ab. Und tupf mal hier.
Ja, der Pinsel fühlt sich auch, also der ist jetzt auch nicht so ganz schlecht, aber der fühlt sich auch nicht so gut an. Das wird kein Pinsel sein, glaube ich, den ich unbedingt weiter verwenden möchte. Ich baue ihn mal ein bisschen auf, obwohl es für mich jetzt so schon ausreichen würde. Das gefällt mir gut. Das ist so ein Korallton, der durchaus so was Poppiges drin hat. Also man sieht es, glaube ich, ganz gut im Gegensatz zu der Seite. Die sieht doch etwas so gedeckter, ja, neutraler aus. Und hier, das sieht sehr viel, ja, frühlingshafter aus. Durch das Korallige so etwas poppiger. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier, was nehme ich da? Ich nehme mal hier von WhatsApp Beauty. Das sind Echthaarpinsel. Von denen habe ich auch ein paar Pinsel. Also da habe ich mir auch das neue Set gekauft. Die gefallen mir auch sehr gut. Und ich habe mir da jetzt eben auch den einen Gesichtspinsel gekauft. Ich dachte, das wäre ein schöner Blushpinsel. Aber der ist mir tatsächlich als Blushpinsel so ein bisschen spitz und vielleicht auch so ein bisschen festgebunden. Also der fächert mir nicht groß genug auf, auch für Bronzer oder so. Der wäre jetzt eher was, wenn ich so gezielt so Kontur oder so auftragen möchte. Da kann ich mir den sehr gut vorstellen, aber für so großflächigere Sachen, da glaube ich nicht, dass mir der gefällt. Für Highlighter kann ich ihn mir dafür ganz gut vorstellen. Und, ah ja, jetzt hier auf dem Gesicht sehe ich dann auch deutlich mehr Glanz, als ich das jetzt erstmal auf dem Swatch gesehen habe. Und der hat auch sowas, ja, leicht Rosiges jetzt über dem Blush. Komm mal noch mal so ein bisschen näher. Das gefällt mir sehr gut. Noch einmal die Seite und einmal die. Das ist super. Auf den Lippen habe ich übrigens im Moment von Sisley, da muss ich mir auch dieses Sonderpackaging mitnehmen. Das ist der normale Phytogloss in der Farbe 4. Der hat so ein bisschen Glitzer mit drin. Ich glaube, in der Tube kann man es sehen. Auf den Lippen jetzt hier nicht so. Aber mag ich auch sehr gerne. Das ist ein schöner Lipgloss von Sisley. So, dann haben wir hier jetzt schon mal die Wangenprodukte. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Auch gerade dieser korallige Blush. Das ist eine Farbe, die habe ich nicht ganz so oft und sie ist trotzdem, sie ist ein bisschen softer. Also ich weiß jetzt nicht, man kann sie sicherlich aufbauen. Noch ein Stückchen mehr, aber so eine ganz dunkle Farbe ist es nicht von sich aus. Also bei so ganz dunklen Hauttönen, da weiß ich dann nicht, wie so etwas leichtere Farben rauskommen. Aber der ist schon nochmal auch ein Tacken heller als der jetzt hier. Ich glaube, da sieht man es. Der geht insgesamt vom Farbton einfach auch so ein bisschen dunkler. Und dann kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Auch da sind zwei. Oh Gott, bei mir ist hier alles verstaubt. Ich habe ein wenig mit dem Givenchy Puder abgepudert. Ich habe mir das nämlich jetzt auch nochmal in der Farbe 3 gekauft, weil die anderen Farben, die ich da habe, die weißeln alle so ein wenig. Also das gefällt mir unter dem Auge, wenn man so einen aufhellenden Effekt haben möchte, ganz gut. Aber fürs ganze Gesicht mag ich das eigentlich nicht so gerne, wenn die Puder mich aufhellen. Und das ist jetzt so die perfekte Farbe, die eher meinem Hautton entspricht. Da sieht man auch in dem Pfännchen, das ist mehr so ein bisschen orange und rosa. Nicht ganz so hell. Und bei den Lidschattenpaletten, ich glaube, ich habe die auch alle nochmal abgefilmt, unbenutzt. Das blende ich mal ein, während ich die Paletten swatche. Und zwar einmal die Farbe 134. Das ist ein sehr schönes, so ein bisschen mauviges Quad. Und hier hat man eine Formulierung drin, die ich eben von Suko noch nicht kenne. Das ist fast so ein bisschen, ja, wie so einzelne Stückchen. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann hat man zwei matte Farben drin. Das ist auch immer bei Suko, das ist so fein gemahlen. Das ist so zart und soft. Das sieht auch so, ja, nicht immer so totmatt aus, sondern auch wie so ein Satin-Finish. Und ich swatche jetzt gerade noch mal diesen letzten Farbton. Und ja, der ist schon so ein bisschen krümelig. Und das andere Quad, das ist dann die 135.
Das ist wieder so eine Farbe, die mir besonders gut gefällt, einfach weil es was anderes ist. Das ist eine Farbzusammenstellung, ja, auf die wäre ich überhaupt nie gekommen mit diesem, ja, so blau. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Blau, grau, grün, so einen pastelligen Ton. Dann eher sowas, ja, gold-orangenes, ein Khaki-Ton und dann eben auch so diesen Topper-Ton, der so ganz viele Farben oder Farbkleckse in sich vereint. So, und jetzt nochmal die Quads geswatcht. Die erste, das ist die 134. Das ist ja so ein Farbschema. Ja, so ein sehr neutrales, sehr softes Farbschema. Also das ist ja auch die Frühlingskollektion. Das geht jetzt auch nicht ganz so tief. Ich bin mal gespannt, wie viel Farbtiefe ich hinbekomme. Dann sieht das so aus. Und der letzte Ton, wie man hier schon sieht, da bin ich mir nicht sehr sicher, ob mir der sehr gut gefällt, wenn man da so reingeht. Dadurch, dass das so einzelne, ja, wie so einzelne Stückchen sind, die da zusammengepresst wurden, ist es natürlich auch so auf dem Finger, dass es erstmal so etwas dicker ist und ich glaube, also sehr Fallout prädestiniert, weil ja, es eben sehr dick ist. Also es bröselt hier auch so ein wenig und ich muss es doch sehr verstreichen, dass mir da hier nichts durch die Gegend fliegt. Es hat durch diese verschiedenen Farben natürlich dann ein bisschen mehr Dimension, aber ich glaube, ihr seht es hier schon. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, aber ich kann es hier so ein wenig, ja, rieseln sehen. Es ist cremig, wenn man es verstreicht, aber ich glaube halt, sobald man es aufs Auge bringt, wenn man es ein wenig dicker aufs Auge bringt, dann wird das rieseln. Ob das jetzt so meine liebste Formulierung ist, das glaube ich nicht. Die anderen drei wirken sehr schön. Die wirken einmal wie die klassischen Matten und ein schöner Schimmerton. Ich würde auch mal anfangen. Schauen wir mal, was ich hier von WhatsApp Beauty da habe. Das sind nur so kleine Pinsel jetzt in dem neuen Set. Dann nehme ich mal, ich habe hier drüben noch die Sonja Chi Pinsel. Als erstes die helle matte Farbe, um die in die Crease zu geben. Ich glaube, der Augenlook hätte jetzt besser zu dem Blush gepasst, aber das ist ja irgendwie schon Standard bei mir, dass ich das immer verkehrt herum mache. Aber ist jetzt so. Und das ist ein sehr schöner matter Ton, lässt sich sehr schön auftragen, lässt sich sehr schön ausblenden. Auch hier, wie von Suco gewohnt, da hat man nicht so sehr viel Puder-Kickback. Dadurch, dass die so sehr schön zart sind, legen die sich auch sehr schön auf die Haut. Ich gehe mit dem gleichen Pinsel in den dunklen matten Ton und gebe den mal in den Außenwinkel. Mal schauen, ob ich Farbtiefe hinbekomme. Ja, auf jeden Fall so ein wenig. Jetzt bin ich hier so ein bisschen arg weit rausgekommen. Das mache ich dann später nochmal mit Concealer sauber. Das ist schon mal sehr klassisch, sehr schön, eher auf der kühlen Seite. Also das hätte zu der Seite tatsächlich besser gepasst als jetzt hier zu dem doch eher wärmeren Blush. Und dann nehme ich von WhatsApp Beauty die Nummer R110 und gehe in den Schimmerton. Das gefällt mir schon sehr gut. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. So ein moviger, ins Lila gehender Augenlook mit den drei Farben. Sehr alltagstauglich, eine sehr einfach zu verwendende Palette. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Und jetzt gehe ich mal mit dem Finger. Ich habe auch schon überlegt, es sind ja immer diese Applikatoren mit dabei, diese Schwämmchen-Applikatoren. Also man hat bei Suco einmal so Pinselchen mit dabei mit zwei Seiten. Zur Not geht das auch mit denen und dann ist nochmal so ein Applikator dabei, auch mit zwei Seiten. Ob ich das mit dem mal versuche? Wir können es mal machen, weil ich glaube, gerade mit so Schwämmchen-Dingern, da klappen solche Produkte eigentlich immer ganz gut. Ja, das Einzige, was ich sofort merke, wenn ich hier reingehe,
dass mir das hier so ein bisschen abkrümelt. Das gefällt mir nicht so gut. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ich tapp das jetzt eher so drauf. Und das würde ich jetzt hier nochmal drüber geben. Ah, und es rieselt. Also, okay, das war mit dem Applikator nichts. Da hatte ich jetzt auch zu viel Produkt drauf. Ich versuche es mal mit dem Finger mit weniger Produkt. Und das einfach nur so hier so ein bisschen drauf drücken. Das geht auf jeden Fall besser. Und dann bekomme ich auch, ja, wie so eher noch so was Glitzeriges drüber. Also nicht ganz so deckend. Ich glaube, das ist der Weg der Wahl. Also nur ganz wenig Produkt hier drauf nehmen. Also so ganz sachte nur rein. Und das dann hier drüber tippen. Dann hat man doch nochmal so einen deutlichen, ja, erstens mal aufhellenden Effekt und dann deutlichen auch so schimmrigen Effekt. Und dann auch viel weniger Fallout, als wenn man das jetzt so dick aufträgt. Also hier jetzt mit diesem Applikator, da hatte ich jetzt zu viel drauf, dann ist mir das sofort runtergerieselt. Guck mal, ja. Das geht dann auch nicht so gut weg. Also ich habe das jetzt hier unten hängen, weil das doch so ein bisschen cremig ist. Was einerseits gut ist, dass es auch auf dem Augenlid hält. Aber wenn man es beim Auftrag dann natürlich ins Gesicht bekommt, dann hat man länger was davon. Also da rate ich entweder auch vielleicht erst das Augen-Make-up zu machen. Sonst weiß ich nicht, ob man wirklich ohne Glitzer-Fallout da rumkommt. Ich habe euch noch mal einen Tacken näher rangeholt. Aber der Effekt, den finde ich ganz schön. Und jetzt kommen wir noch zu dem anderen Quad, was für mich ja die interessantere Farbauswahl zumindest hat. Mit diesem Graublau und dem Braun hier unten, welches so ein bisschen ins Khaki auch geht. Und dann auch wieder so ein Glitzer-Topper. Ich weiß gar nicht, wie ich das schminken möchte. Ich nehme mal den Pinsel hier von Sonia Chi. Das wird, glaube ich, auch direkt einer meiner Lieblingspinsel. Der T3. Weil der für meine kleinen Augen auch perfekt geeignet ist für die Crease. Ich könnte mir jetzt entweder vorstellen, dass ich den in die Crease gebe, den aufs Lid und den so als Inner Corner. Das, glaube ich, würde mir gut gefallen. Ich probiere das mal. Und dieser, ja, braun, mehr Khaki-Ton, der ist auch etwas kühler. Sehr einfach auch zu verblenden. Lässt sich aufbauen, also ist erst auch mal softer pigmentiert wie viele Lidschatten von Suco. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen aufgebaut. Also das ist so die Farbtiefe. Der ist jetzt auch von sich aus nicht wirklich so dunkel. Und dann habe ich von Sonia Chi aus noch einem vorherigen Set den Bilderpinsel. Bilder M gehe ich in den Schimmerton. Und den gebe ich mal so übers gesamte Lid. Gehe auch nochmal mit dem Finger rein. Und der hat auch so ganz kleine Sparkle mit drin. Wie auch aus der anderen Palette der. Also die haben auch von sich aus Glanz und Sparkle. Und ja, die zwei Farben zusammen, die wären schon so eine perfekte Kombi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der blaue Ton im Innenwinkel da dazu passt. Da nehme ich jetzt von WhatsApp Beauty die R107, so einen kleinen Spitzenpinsel. Oder ob das zu dunkel ist. Ich bin mal gespannt. Ich fange mal erstmal hier an, hier unten. Ja, der ist mir vielleicht fast einen Tacken dunkel noch im Innenwinkel. Aber das ist ein super interessanter Farbton. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Farbe schon in meiner Sammlung habe. Also den kann ich mir auch sehr gut vorstellen in der Crease. So im Innenwinkel, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, wie ich mir das ausgemalt hätte, weil er mir da ein bisschen dunkel ist. Aber ich packe ihn mal hier unten hin. Das gefällt mir sehr gut hier und das sieht sehr gut aus. Und das ist halt, ja, tatsächlich mal was anderes, ohne
dass es auch zu anders ist. Also es ist von den Farben her anders zu den gewohnten, aber immer noch so, dass ich sage, es sieht trotzdem etwas gedeckt noch aus und ist so ein bisschen auf der neutraleren Seite, nicht so schreiend. Super schöne Untertöne, gefällt mir richtig gut. Jetzt nochmal ohne diesen Glitzertopper. Sehr schön. Und jetzt probiere ich das auch auf der Seite, so wie ich es auf der anderen gemacht habe, dass ich nur so ganz leicht reingehe und mir das hier drüber tuppe. Und habe ich jetzt Fallout gespürt? Nee, ich dachte. Aber ich würde tatsächlich reingehend selbst meinen Finger so ein bisschen abtappen und das hier noch drüber geben. Und dann bekommt das nochmal mehr Glanz, aber auch so ein bisschen Aufhellung. Und je nachdem, wie oft man drüber geht, kann man es natürlich auch ein bisschen in der Helligkeit variieren. Ja, aber auch hier hatte ich jetzt so ein wenig Fallout. Also so ganz ohne habe ich das jetzt auch nicht hinbekommen. Es geht, es gibt nochmal so extra Glanz mit dazu, ist aber jetzt nicht meine allerliebste Formulierung eben wegen dem Fallout und weil ich meistens erst meine Base mache und dann meine Lidschatten. Wenn man erst seinen Lidschatten macht und dann seine Base, dann glaube ich nicht, dass das ein Thema ist oder halt ansprühen. Das wäre auch nochmal eine Variante, aber dann wären das jetzt die zwei Augenlooks. Gefällt mir insgesamt sehr gut. Mir gefällt jetzt vor allem die Seite, weil das was Besonderes ist, wieder mal von der Farbzusammenstellung. Und das ist das, was ich an Zuko vor allem liebe. Also ich mag generell die Lidschattenformulierung sehr gerne. Gerade die Matten, die legen sich so schön zart aufs Auge. Auch die normalen Schimmertöne von ihnen, die haben jetzt durchaus Strahlkraft bekommen. Also da ist Zuko schon weitaus mehr aus sich rausgekommen, als das früher noch der Fall war. Da war vieles noch sehr viel gedeckter, aber jetzt haben sie mitunter schon sehr schöne auch Schimmerfarben mit drin. Also der hier, ich glaube, ihr könnt es hier im Licht sehen, wenn das Licht drauf fällt, dass der doch schon reflektiert und durchaus zu sehen ist. Jetzt auch kein Pat McGrath oder nicht so wie die Special Shades von Natasha Denona, aber mir völlig ausreichend. Und der untere, der gibt jetzt schon auch nochmal extra Schimmer. Was mir aber besonders gefällt, immer wieder bei Zuko, ist die spezielle Farbzusammenstellung. Und sie bringen mich mit ihren Quads doch öfter mal dazu, aus meiner Komfortzone rauszugehen und eben Farbkombinationen zu tragen, die nicht so ganz alltäglich sind und die aber immer noch oder oftmals immer noch so gedeckt sind, dass ich die sehr gerne immer noch trage. Und deswegen gefällt mir dieses Quad auch besser, weil es durch den super interessanten Blau-Grau-Ton eine Farbe mit drin hat, die ich nicht schon irgendwie 20 Mal in meiner Kollektion gesehen habe. So, und dann haben wir ja noch die Lippenstifte. Und zwar hat Zuko eine neue Lippenstiftformulierung rausgebracht, die, glaube ich, auch ihre Satin-Lipstick-Formulierung ersetzen wird in Zukunft. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber so habe ich es gehört. Und zwar den Moisture Glaze Lipstick. Und da ist das Besondere dran, wie bei vielen Lippenstiften von Zuko, dass man einmal das Refill kauft. Das gibt es jetzt bei Cult Beauty für 33,90 Euro. Und die Hülle, die muss man immer extra dazu kaufen. Die kostet 6,78 Euro. Die Lidschattenpaletten, die kosten übrigens 56,50 Euro bei Cult Beauty. Da ist schon Zoll und so alles mit dabei. Und die Blushes kosten 40,68 Euro. So, man kann die sich auch einzeln kaufen ohne die Hülle, aber dann sieht es halt natürlich nicht so schön aus, aber man kann sie auch alleine hochdrehen. Ansonsten hat man eben die Hülle, da klickt man das dann rein und klickt das insgesamt zu. Jetzt bin ich hier mit meinen Schmutzfingern dran gegangen. Das sieht ganz schön aus, ist aber auch, also Plastik, aber sehen schon an sich schick aus, sind jetzt nicht besonders schwer, da so ein bisschen mehr Gewicht würde noch etwas mehr dieses luxuriöse Gefühl hervorbringen, aber ansonsten mit dem Zuko-Logo hier oben und dem Goldrand ist aber ein normaler
Klickverschluss und kein magnetischer Verschluss. Ich würde mal einmal die Swatches von meiner Hand entfernen, schon auch den Lippenstift entfernen und dann swatche ich mal die drei Farben, die ich habe. Es gibt insgesamt 10 Farben und ich habe die Farben 1, 2, 3. So, und zwar haben wir als erstes die Nummer 1, so ein heller Newton, ein bisschen auf der wärmeren Seite. Und wie man schon sieht, wie es auch vom Namen zu erwarten ist, sind die sehr glänzend. Dann haben wir die Nummer 2 in der Mitte, das ist der Ton hier. Gehe hier noch einmal drüber. Ja, so ein rotes, auch ein ziemlich neutraler Rotton. Und dann die Nummer 3, das ist der hier. Und der geht so ein bisschen mehr ins Orange. Wie man es auch hier sehen kann. Ich würde alle mal auftragen. Als erstes auch die Nummer 1. Und das ist schon... einer, also den kann man ein bisschen softer auftragen, wenn man aber ein bisschen drüber geht, kann man die Farbe durchaus aufbauen. Und der Newton, der ist mir, glaube ich, so ein Tacken hell alleine. Der macht mich so ein bisschen leblos, finde ich jetzt im Gesicht. Aber ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich glaube nur, da würde ich einen Lip Liner tragen. Was mir auffällt, also das ist eine sehr weiche Formulierung, immer noch eine sehr dünne Formulierung, die einen sehr schönen Glanz hat, Haltbarkeit und so, das muss ich nochmal testen. Gleitet sehr schön über die Lippen, fühlt sich erstmal sehr pflegend an, setzt sich jetzt auch im ersten Moment nicht so in Lippenfältchen, sondern füllt diese eher auf, also meine Lippen sehen gut aus mit der Formulierung, dann mache ich den mal ab. So, dann habe ich auch direkt ein bisschen Mascara aufgetragen. Und das sah so leer aus ohne. Und jetzt trage ich die Nummer 2 auf. Und das ist auch ein heller Ton, aber jetzt so ein bisschen wärmer. Also auch so ein nudiger Ton, würde ich fast sagen. Obwohl er jetzt auf meiner Hand schon eher so ein wenig ins Rötliche geht. Aber ich glaube, auf meinen Lippen, der gibt einfach meinen Lippen so ein bisschen Leben zurück. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eine schöne, so eine super schöne Alltagsfarbe für mich. Also da kann ich mir vorstellen, dass ich den doch öfter trage. Fühlt sich sehr angenehm an auf den Lippen. So, und dann noch die Nummer 3, den etwas wärmeren. Da bin ich jetzt auch gespannt. Mal nur hier unten zum Vergleich. Und dann ist das die Farbe 3. Die gefällt mir auch sehr gut. Und ich finde, erinnert mich ein bisschen an die Formulierung, also an die Lip Cheeks von Chantecaille. Aber tatsächlich noch so ein Tacken, ja, komfortabler. Fühlt sich sehr schön an. Fühlt sich richtig gut an. Ist auch so, dass es trotzdem, dass es so hochglänzend ist, eben nicht so glossig. Manchmal sind mir so Lipglosse zu viel auf den Lippen, dass die dann so ein bisschen auftragen. Das fühlt sich an wie nichts auf den Lippen und fühlt sich auch erstmal sehr pflegend an. Ich bin mal gespannt, das muss ich länger tragen. Manchmal hat man ja auch so selbst Lippenöle, die dann doch irgendwie die Lippen austrocknen. Oder auch Lippenstifte, wo man das Gefühl hat, ah, die pflegen und dann macht man es aber abends ab und dann merkt man doch, dass die Lippen eher ausgetrocknet sind. Die fühlen sich sehr vielversprechend an. Wenn die sich jetzt noch gut verhalten und auch nach mehreren Stunden sich meine Lippen eben noch gut anfühlen, also ich denke, die werden jetzt nicht so die beste Haltbarkeit haben, ist ja so ein Glossy Lipstick, aber vom ersten Gefühl... und so, wie sie aussehen, sehr vielversprechend. Also wenn sich das jetzt noch über die Zeit bestätigt, so mein erstes Gefühl, dann könnten das auf jeden Fall so neue Lieblingslippenstifte von mir werden. Ich finde, meine Lippen sehen so gesund aus, ohne dass es so sehr aufträgt. Gefällt mir richtig gut. So, ich muss unbedingt
noch den Liquid Lidschatten von Lancôme ausprobieren. Die haben den neu rausgebracht. Ich habe mir da mal eine Farbe mitgenommen, und zwar die Farbe 03 ist das. Die haben einmal matte und glänzende Farben. Man soll die auch als Blush verwenden können, wobei ich glaube, die Farbe ist jetzt fast ein bisschen dunkel. Auch, soweit ich weiß, auf den Lippen. Nee, ich glaube, das meiste war Blush und Augen. Der Applikator, der sieht so aus. Der ist einmal so flach und dann aber auch ziemlich schmal, weil man mit der schmalen Seite eben sehr schön auch einen Eyeliner ziehen kann. Ich probiere das einfach mal. Hier auf der Seite, da würde das farblich, glaube ich, passen, ob ich mit der flachen Seite hier auch tatsächlich einen Eyeliner ziehen kann. Ja, doch, das geht ganz gut. Und das ist auch ziemlich deckend. Jetzt habe ich mir natürlich so einen Haken reingemacht. Da nehme ich einfach einen Q-Tip und säuber das so ein bisschen. So, das geht ganz gut, wenn man jetzt gut Eyeliner ziehen könnte. Das hat jetzt bei mir nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, da würde ich tatsächlich den Auftrag mit dem Pinsel bevorzugen. Obwohl das hier mit der flachen Seite schon ganz gut geht, weil das auch nicht so nachgibt. Aber ich bin da einfach etwas ungeschickt und ungeübt. Aber ich glaube, die Farbe kann man gut erkennen. Ach ja, und so wie ich das jetzt sehen kann, trocknet das auch einigermaßen schnell runter. Ich bekomme immer noch ein bisschen was ab dann, aber es färbt nicht so sehr stark ab. Soll ich es probieren, ins Gesicht aufzutragen? Das kann ich mir jetzt ein bisschen schwerer vorstellen. Also als Lidschatten, ich werde es nochmal testen. Ich kann es ja auch einfach mal hier drüber geben. Über schon bestehenden Puder-Lidschatten ist das jetzt wahrscheinlich nicht ideal. Aber es geht ja hier hinten. Da hatte ich jetzt ein bisschen zu viel Produkt und das kriege ich auch nicht mehr geblendet. Das ist ja immer bei so flüssigen Lidschatten. Also ich hatte jetzt auch nur das Produkt, was jetzt auch schon hier auf dem Applikator so ein bisschen an der Luft war. Und dann setzt sich das natürlich schnell. Weil mit so ein bisschen Arbeit bekommt man das hin. Aber es ist zumindest selbst über dem Puder-Lidschatten deckend. Das ist ja schon mal nicht schlecht fürs Gesicht. Da ist jetzt natürlich die Farbe viel zu dunkel. Da würde ich mal so einen Pinsel nehmen. Gehe ein bisschen noch einmal hier rein und gehe dann mit dem Pinsel auf den Applikator und schau einfach mal. Oh ja, viel Produkt. Ob ich das hier hinbekomme? Also nein, mit der Farbe nicht und auch mit der Auftragsart nicht. Seht ihr, wie schnell das antrocknet? Ich bekomme das überhaupt nicht mehr verblendet. Okay, das war ein Fail. Ich glaube, also wenn man es schön hinbekommt, aber ich glaube auch so bekommt man das nicht hin. Nee, das verteilt sich nicht. Also da befürchte ich, als Blush ist das nicht ganz so gut, weil das viel zu schnell antrocknet. Ihr seht's, und dann bekommt man es nicht mehr verblendet. Ich meine, die Farbe ist jetzt auch viel zu dunkel. Ich denke aber auch mit helleren Farben könnte man da Probleme bekommen. Also das ist richtig schnell jetzt angetrocknet und dann lässt sich es auch nicht mehr bewegen, was vielversprechend ist als Lidschatten. Aber als Blush, unabhängig von der Farbe, außer man hat jetzt eine Farbe, die man tatsächlich so deckend auftragen kann, dann kann man sich vorstellen, aber es lässt sich überhaupt nicht verblenden. Und ich habe jetzt schon schnell gearbeitet. Also da klappt das meiner Meinung nach nicht gut. Das sieht jetzt natürlich sehr fatal aus. Aber zum Glück sind wir am Ende vom Video und es ist schon 0:09 in der Nacht. Und
ich kann jetzt das Make-up auch wieder abwaschen. Ich werde es noch ein bisschen drauf lassen, weil ich das Video gleich noch schneiden möchte und den Lippenstift testen. Und ja, mit so einem kleinen Schmunzeln am Schluss verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.